Das ist also meine neue Schule. Oh Mann, ich bin wirklich gespannt, wie meine Klasse sein wird. Und, wo muss ich eigentlich hin? Warte mal, ich habe doch so ein komisches Buch gekriegt. Wo muss ich denn hier hin? Für alle neuen Schüler, bitte versammelt euch im großen Raum 7. Vielen Dank. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall in den Raum 7, Leute. Denn ich bin wirklich gespannt, was denn da für neue Klassenkameraden auf mich warten. Und, oh, hier ist Nachsitzen. Oh ja, okay, das sieht man. Da darf man nämlich nicht nebeneinander so richtig sitzen und so. Okay, hier ist der Nachsitzenraum. Da bin ich jetzt nicht richtig. Das gehört dem Hausmeister. Da lasse ich jetzt einfach mal komplett die Glubscher weg, Leute. Dann haben wir hier Raum 1. Aha, hier ist nichts drin. Toll, toller Raum, tolle Schule. Hier ist Raum 2, aber das ist nicht mein Klassenzimmer. Wir müssen nämlich zum Raum 7. Okay, wir gucken mal, ob wir irgendwie den Raum 7 finden. Oh Mann, ich bin wirklich gespannt. Was ist das hier? Oh, hier ist der Musikraum. Mega cool. Okay, ja, hier sieht man auch tatsächlich, hier kann man dann auch tanzen und so weiter und so fort, Leute. Mega fresh, aber das ist auch nicht der Raum. Raum 3 ist auch nicht unser. Mann, Alter, wo ist denn bitte unser Raum? Raum 5? Nee, hey, guck mal, da ist sogar ein Typ. Raum 4 auch nicht. Oh, der ist aber richtig groß hier, Raum 4. Wow, Alter, die Schule ist schon mega gigantisch groß. Okay, hier haben wir so eine Art Springbrunnen in der Mitte. Hallo, ist hier jemand? Ich muss zu Raum 7. Kann mir jemand... Oh, Raum 7, Raum 6, Raum 7, genau. Oh, hi. Ja, warum guckt ihr mich denn alle gerade so an? Mir ist es ein bisschen unangenehm. Okay. Hey Leute, ich bin hier neuer Mitschüler. Moment, ich muss das hier mal kurz wegpacken. Ich bin neuer Mitschüler. Ja, hi. Okay, was hast du da? Was zur Hölle? Was? Hi. Ja, er sagt. Oh, hey, Henry. Ich mache die dritte Klasse schon zum 5. Mal. Okay, ich sehe das. Du hast auch keine Haare mehr auf dem Kopf und du hast irgendwie ganz komische... Du hast irgendwie so komische Schuhe an und sowas. Und warum bist du ein Unter... Ach, egal, ich frage einfach nicht mehr nach. Ja, hi, Leute, ich bin der Lars, ich bin neuer Mitschüler hier. Bro, ich habe gar keinen Bock auf Schule, sagt Felix. Ja, Felix, dann bist du hier, glaube ich, falsch. Dann geh doch einfach wieder nach Hause, wenn du keine Lust auf Schule hast. Ich meine, was willst du denn sonst hier machen? Okay, hey, was geht? Der neue Lehrer ist so cool. Hey, stimmt. Also ich, beziehungsweise ich kann es gar nicht so wirklich sagen, aber okay, wenn du das sagst, so, lieber Klaus, dann werden wir das gleich mal sehen, ob der Lehrer wirklich so cool ist, wie du sagst. Und Alter, der Typ hat einen Bart. Dax sagt, ich freue mich mega auf den ersten Schultag. Ja, Dax, aber warum zur Hölle hast du einen Bart? Bist du nicht hier falsch oder sowas? Ich bin mir nicht sicher, ob das hier so richtig ist, wenn du einen Bart hast oder so. Keine Ahnung. Hey, oh, okay, draußen fängt es an zu stürmen. Oh, das ist kein gutes Omen, Leute. Ja, was geht? Psst, sei leise, ich möchte nicht mit dir reden. Sophie, okay, warum heißt du Sophie? Bist du nicht in... Ich frage einfach nicht mehr weiter nach, Leute. Das Ganze, geht mich ja auch nichts an. Ich liebe es, in die Schule zu gehen, sagt Cheyenne. Ja, ich mag es auch. Oh Mann, es ist ganz schön laut hier tatsächlich. Okay. Ich mag es auch tatsächlich, in die Schule zu gehen, Cheyenne. So, okay. Hi, ich bin der Lars. Ich wollte mich mal ein bisschen hier vorstellen. Bist du ein Mitschüler? Waldemar sagt, ich glaube, ich bin ein bisschen zu doof für die Schule. Nein, Quatsch, Waldemar, das hat doch gar nichts zu... okay, alles klar, ich weiß... Du bist ein Walross, Waldemar, was willst du hier? Okay, es ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Oh, der Lehrer kommt. Warte mal, ich muss mich irgendwie... Wo kann ich mich denn hinsetzen? Oh, ich will am liebsten irgendwo weit vorne sitzen. Ah, nee, Sophie mag mich nicht, dann setze ich mich hier irgendwie hin. Guten Morgen, Herr Lehrer. Hi. Könnt ihr mal bitte aufhören, mich so anzustarren? Da vorne ist der Lehrer. Guten Morgen. Alle hinsetzen. Ja, wir sitzen alle tatsächlich. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute an so einem schönen Tag? Draußen hat es eben geregnet, aber das ist auch wieder ganz schnell weggegangen irgendwie. Okay. Ja, guten Morgen und willkommen im neuen Schuljahr. Ja, guten Morgen. ja, das erste Schuljahr tatsächlich, Leute. Beziehungsweise das neue Schuljahr, die dritte Klasse wiederholen. Ist doch auch auf jeden Fall eine ziemlich interessante Sache hier tatsächlich. Mit was fangen wir an? Gute Frage. Wollen wir nicht am liebsten... Herr Lehrer, darf ich was sagen? Die Regeln. Genau, ja. Ich müsste... Die Regeln, okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was es hier für Regeln gibt, Leute. Nicht reinrufen. Okay, dann bin ich leise. Okay, dann sage ich heute nichts mehr. Okay. Nicht spicken. Okay, nicht spicken darf man auch nicht. Ja, also verstanden, man darf nicht spicken. Was darf man noch nicht machen? Okay.
Hose tragen? Eine Hose tragen? Also ich denke mal, dass eine Hose eigentlich ziemlich normal ist, dass man eine Hose trägt. Oh, ich darf nicht reinrufen, Leute. Es tut mir leid, ich darf nicht reinrufen. Okay. Nicht reinrufen! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, ich bin leise. Okay. Mann, ich glaube, der Lehrer mag mich, glaube ich, schon direkt von Anfang an nicht. Ja, okay. Also ich werde mal gucken, dass ich irgendwie meine ganzen Bücher irgendwie rauspacken kann, die auf den Tisch stehen. Oh. Mein Buch ist runtergefallen. Nicht auf die Tische malen. Okay, nicht auf die Tische malen. Mann, mein Buch, das fällt die ganze Zeit wieder runter. Das ist, oh, jetzt habe ich den anderen Typen da irgendwie abgeworfen. Sorry, das ist mein Buch. Okay, dann setze ich mich hier wieder drauf. So. Mann, warum bleibt es denn nicht auf dem Tisch liegen? Keine Bücher werfen. Ja, ist ja okay. Es tut mir leid. Ich versuche nur mein Buch irgendwie. Irgendwie hat der Lehrer es gerade total auf mich abgesehen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, Mann. Okay, egal. Egal, egal. Und auf keinen Fall in den Keller dieses Jahr. Okay, alles klar. Auf keinen Fall in den Keller gehen dieses Jahr. Okay, ich hatte auch eigentlich gar nicht vorgehabt, irgendwie in den Keller zu gehen, weil was zur Hölle will ich in dem Keller? Ich meine, ja, ist ja auch egal. Okay, wann geht denn der Unterricht los? Ich bin irgendwie total... Ja, genau, was wollt ihr auch dort? Können wir langsam mit dem Unterricht anfangen? Oh, ich werde irgendwie so müde gerade. Gut, fangen wir an. Oh, Herr Lehrer, kann ich noch... Oh, Mathe ist so langweilig. Ich werde so müde gerade. Was? Hä? Hallo? Oh nein, ich bin eingeschlafen. Oh Mann. Hallo, ist noch jemand da? Hallo? Oh Mann, Leute. Oh toll, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich bin einfach schon wieder eingeschlafen, Mann. Oh, okay. Hä? Hier waren doch... Ich kann es... Ich kann nichts machen. Ich kann nichts... Hä? Hier ist zu... Oh, okay, okay. Das ist jetzt gerade tatsächlich ein kleines bisschen merkwürdig. Hallo, Herr Lehrer? Henry? Dax? Ist hier irgendjemand? Hallo? Hallo? Okay, das ist... Oh. Hey! Hey, du da! Hey, bist du... Warte mal kurz, ich bin... Ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll, ich bin eingeschlafen. Hä, wo läufst du hin? Wartet mal... Oh. Okay, ich... Warte, ich weiß gerade nicht, was hier abgeht. Kann... Hallo? Okay, warte mal, ich gehe einfach mal hinterher... Was steht da? Zutritt verboten? Was hat der Lehrer nochmal gesagt? Ich glaube, dass wir nicht in den Keller dürfen, aber... Hey! Okay, okay, okay. Hallo? Du da? Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, du... Lol. Alter, wie interessant ist das denn? Hä, hey, mega cool. Ich war noch nie in einem Keller von der Schule. Cool, hier steht auch einfach nur so ein Stuhl rum. Okay, das ist schon alles hier ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Alles ein bisschen... Auch ziemlich dunkel hier unten drin. Kannst du mir zufällig sagen, wie ich hier wieder rauskomme? Irgendwie sind die Türen zu. Ach, guck mal, hier ist sogar der Theaterraum oder sowas. Na, hier ist auch alles voll mit irgendwelchen Kostümen und so. Mega cool. Okay. Oh, Alter, das mit dem draußen, mit dem Regen. Okay, pass auf. Plan. Mein Plan ist es jetzt irgendwie, hier wieder rauszukommen. Hallo? Kannst du mir irgendwie sagen... Hier ist alles... Boah, ich sehe fast gar nichts. Hey, bist du da? Okay, 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 okay. Jetzt wird's gerade ein bisschen gruselig. Oh mein Gott, oh mein Gott!
Okay. Okay, ich glaube, das ist nicht richtig. Wie komme ich hier raus? Hey. Okay, ich laufe dem jetzt nicht mehr hinterher. Ich muss hier raus. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Hier ist es zu. Hier geht's nicht mehr weiter. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Hier ist alles irgendwie so Art... Oh Mann, wie komme ich hier raus? Oh mein Gott, wie komme ich hier raus? Okay, das ist alles doch gar nicht so witzig, wie ich mir gedacht habe. Raus hier, wir wollen hier raus. Wie komme ich hier raus, Mann? Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Okay, ich glaube... Wie kommt man hier irgendwie nach draußen? Okay. Ich laufe einfach mal hier durch. Oh, Mann. Okay, ich gehe. Ich bin hier weg. Was ist das hier, Mann? Hier ist eine Sackgasse. Yo, alles klar, ich gehe jetzt direkt nach Hause, Alter. Was war das? Ich gehe, glaube ich, nie wieder in diese Schule, Mann. Oh, schnell nach Hause gehen.